Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind immer noch in Labyrinthion und diese eine ominöse Stimme, die uns für einen Freund von Aren hielt oder hält, möchte ja, dass wir hier weiter vordringen oder auch nicht. Sie droht uns ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir hatten hier bei dieser Tür aufgehört. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ob die offen bleibt. Ja, okay. Da hinten sind irgendwas, was sich schnell bewegt, scheint mir. Mal gucken, ob wir heute bis dahin kommen. Allerdings waren wir noch nicht so lange hier unterwegs. Also verglichen mit diesen riesigen Imzulft-Ruinen, ne? Sind wir hier ja quasi in Augenzwinkern nur drin gewesen. Ach, schon wieder diese Irrlicht-Dinger. Ich mag euch nicht. Ihr mögt mich auch nicht. Huch. Aber einer lebt noch. Ah, der ist hinter der Wand versteckt. Okay. Der kommt schon irgendwann wieder vor. Oder? Ne, das ist ein Geist da hinten, oder? Irgendwas ist da. Aber stresst nicht. Eine Irrlichtmutter. Au. Oh, 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 oh. Oh, da kommt sie auch schon. Die Kollegin ist ja fix. Hi. Ich hab Angst vor dir. Okay. Kommt. Wir machen jetzt hier halt eine Römer. Sieht so cool aus. Aber die ist noch ein Schatten. Das war nicht der Originale, ne? Okay. Aber das ist eine Art Illusion. Ich sehe nicht mal einen Staub oder so. Okay. Ja gut, belassen wir es dabei. Wir leben. Das ist die Hauptsache. Oh, sieht toll aus. Ja, ein paar Sachen, ne? Also, so Modder, die wirklich so richtig Herz für so ein Spiel haben, die können da schon echt einiges rausholen, muss man sagen. Ich glaube nämlich, die waren nicht original implementiert. Bin mir nicht ganz sicher mehr. Auch ziemlich ruhig hier. Also, jetzt. Sieht aus wie eine Ritualstätte. Hier lag mal jemand. Hängemoos. Huch. Okay, die Wand führt. Der Weg führt jetzt nichts. Hat der Architekt geschlampt. Truhe. Truhe ist immer wichtig. Nee. Müssen wir alles mitnehmen. Oh, oh, Särge. Hat er euch gewarnt, dass eure eigene Macht euer Verderben sein würde? Dass sie nur dazu dienen würde, mich zu stärken? Was für ein Finisher. Ich habe Arillus an seiner Sehne getroffen. Okay. Zauberbuch Frostbiss. Ich verstehe es. Aber ganz ehrlich, wir sind stark genug, oder? Ich versuch's mal. Ach, das reicht diesmal nicht. Okay. Da müssen wir wirklich auf den Frostbiss-Zauber abgehen. Ist ein bisschen schade. Fairerweise haben sie uns den aber auch gegeben. Ne? Also, das ist nicht unfair. Immer cool bleiben. Können wir schon ein bisschen loopen? Oder gehen wir runter? Wir gehen runter. Denn hier runter geht's nicht weiter. Das sind... Ach shit, das sind die Magiers. Irgendwas hat sie von hinten gepackt.
und ehe ich mich versah, war sie weg. Ihr habt recht. Es ist alles meine Schuld. Sollen wir umkehren? Zurückgehen? Ich denke nicht, dass es eine gute Idee wäre, zurückzugehen. Zurückzugehen würde für uns alle das Ende bedeuten. Wenn wir weitermachen, schaffen wir es. Wir werden es schaffen. Kommt schon, ihr schafft es. Los! Also trotz hoher Verluste sind sie weitergegangen. Das ist eine philosophische Diskussion. Geht man weiter und riskiert alles oder geht man zurück und sagt, die anderen sind umsonst gestorben? Das ist auch keine leichte Entscheidung. Hi. Ich mag dich. Magst du Bombardement? Oder kommt hier mit? Huch, hi. Alles gut. Rennen. Der Traugergeißel als Illusionsding sieht irgendwie interessant aus, oder? Das Skin ist cool. So, und da ist der Hund, glaube ich, gelandet. Kommt, seht euren Ende entgegen. Aber klar doch. Eigentlich nicht so gern. Öffnen Falltür. Haltet ihr mich für bescheuert? Was denkt ihr, warum das Falltür heißt? Also ich mach die eventuell auf. Mach ich die auf? Hab ich nichts von. Aber ich mach sie definitiv nicht auf, wenn ich draufstehe. Ernsthaft? Nee, gut. Ich dachte schon, ihr zwingt mich da runter zu gehen. Also, runter zu springen. Runter gehen? Vollkommen okay. Und das springende Gruppe von Gegner, nicht so geil. So, noch Feuer. Ah, der Gang. Todesfürst. Habt ihr gesehen? Hat er wieder einen auf Matrix gemacht. Okay. Du hältst echt viel aus. Versuchen Sie einfach mit ganz normalem Nahkampf erstmal. Ah, deswegen. Ich hab den gar nicht getroffen. Komm her. Echt, wartest du auf mich? Komm schon. Sei blöd. Das ist echt mies. So. Okay, der hatte nichts dabei. Das ist immer noch er. Da. Interessante Waffen. Wow. Wie gesagt, echt hübsch. Müssen sie in dem neuen Teil, wenn da irgendwann einer rauskommt, wirklich so machen, dass man dieses Augmentieren, was man bei vielen hat, also wo man sagen kann, ich will von die Werte von Waffe Nummer 1, aber das Aussehen von Waffe 2, das sollen sie auf jeden Fall implementieren. Nehmen wir zum Beispiel meinen Dolch. Sieht jetzt zwar nicht mega kacke aus, aber ganz ehrlich, hätte gern anderen. Als Assassine oder als Magier oder als beides. Gefällt mir der Dolch einfach nicht. Ist denn jetzt was?
weiterkommt. So, jetzt haben wir ein bisschen angeschrien. Den Rest machen wir so. So, geht doch. Was am besten an den Waffen gefällt? Sie bringen viel Geld dafür, dass sie leicht sind. Ja, das ist die Fallgrube hier. Ah, haben sie einen Troll erwischt. So, ein bisschen plündern. Wir kriegen ganz schön viele Magika-Tränke. Okay, nächster Abschnitt. Tribune. Wird wahrscheinlich Tribüne heißen auf Deutsch. Die Vokabel ist mir jetzt so nicht bekannt. So. Erstmal Pilze sammeln. Was meint ihr, steht ihr auf? Das ist hinten holen wir jetzt tatsächlich. Weiß nicht. Kommen da noch viele, was meint ihr? Das ist ein enger Raum, ne? Wahrscheinlich nicht. Kommt, wir versuchen es einfach mit unserem Bombardement. Sehr gut, sehr schön. Im Bestreben, das alles auf 100 zu kriegen. Irgendwer ist noch irgendwo. Irgendwer hat mich gesehen. Ach, wieder so ein Geisterhund. Okay, den Rest machen wir mit dem Dolch. So. Hihi, gib mir deine tollen Spektralwaffen. Ihr Trupp gut. Ach, schon wieder ein Zauber. Gut, 10 tun ich erstmal keiner direkt. Beständiger Schutz. Gucken wir uns mal an, ob wir das kennen. Ach, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das dürfte so ein Zauber sein, der einen Blasen macht. Ne? Erhöht die Rüstungswert. Achso. Ja, allerdings muss man ihn beständig zaubern. Das ist jetzt nicht so meins. Dafür habe ich lieber diese Elementarresistenz mir geholt. Nö, nö. Ich meine, wir kriegen den nicht umsonst. Es wird uns gleich irgendwas treffen. So, ein Seelenstein. Ja, hier kommt eine Stelle, wo uns auf jeden Fall treffen wird. So, damit ist es doch entschärft, oder? Ja. Ist an sich cool gemacht. Also,
wenn ihr nicht irgendwie eine krasse Elementarresistenz habt, dann hättet ihr jetzt wirklich dann diesen beständigen Schutz oder einen vergleichbaren Schutzzauber wirken müssen. Und wahrscheinlich, weil sonst hätte es, denke ich, ordentlich Schaden gemacht. Ja, über Todesfürsten. Ich habe verfehlt. Okay. Kommt auch eine Menge. Dann müsste ich dann doch vielleicht. Komm schon. Komm, meine Twins. Oh, noch zwei übrig, okay. Okay. Das reicht. Pfiffi. Toter Pfiffi. So. Hier ist noch einer irgendwo. Da oben. Oder sogar mehrere. Er kommt. Ich bin unten. Gut, im Wasser ist nix. Wenn wir schon mal da sind, gucken wir uns natürlich hier unten auch um. Ja, jetzt ist auch die Frage, ne? Wie geht's korrekt weiter? Da. Das heißt, wir gehen erstmal nicht da weiter. So, da der mich ja eh gesehen hat. Auch wenn er momentan nichts gegen mich unternimmt. Wo ist das denn überhaupt? Hier drin, ne? Okay. Einhändig verbessert auf Stufe 52. Ja, da geht noch einiges. Okay, da gucken wir uns mal ein bisschen an, was die hier so an Vorräten haben. Ob wir da irgendwas nutzen können von. Für uns natürlich. Meistens habt ihr in den Fässern nur was zum Kochen, aber selten, wie ich jetzt gerade hier auch mal für Alchemiezutaten. Das Verhältnis so 30 Alchemiezutaten zu 70 würde ich schätzen an normaler Nahrung. Kochen hier ist im Spiel nicht so meins. Deswegen nutze ich das nicht, aber wer das natürlich gerne möchte, für den sind die Kisten ein guter Rat. Das heißt, wer diese Survival-Modus, der etabliert wurde, spielt, falls es noch einer macht, natürlich, dann sind die Dinger echt wichtig. Das ist alles nicht schlecht. Okay, dann können wir ein bisschen schneller zurück. Nicht ganz so schnell wie gerade eben allerdings. Es sei denn, ich würde Tropfzonen zaubern. So, das reicht. Hier schleichen wir dann wieder. Sieht aus wie Pfeile. Ne, es sind Kerzenständer nur, alles gut. Ah, nein, okay. Der wurde da gefesselt und ja, irgendwie getötet oder verhungerte. Adept. Sollen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben? Aber noch nicht wirklich viel. Oh, echt? Sah so gut aus. Na komm, jetzt aber. Wenn ich jetzt wenig Dietrich hätte, wäre ich auch vorsichtiger. Es ist so aufgebaut wie ein Zeremonienraum. Sieht cool aus. Okay. Keiner, der mir was Böses möchte. Okay, der Raum war ertragreich. So. Immer tiefer. Oh. Hier hat er anscheinend Spruch gemessen. Hat mir auf jeden Fall mein Mana abgezogen. Alles klar. Denken wir dran, der ist nicht so brutal, wie er aussieht.
Ich denke, es ist doch allerdings ratsam, ihn aus der Distanz zu machen. Ich glaube, der wird wie ein Riese funktionieren. Pfiffi! Toter Pfiffi! So. Steht da noch einer? Ne, ist nur eine Wand, ne? Ja, alles gut. Da hinten ist was Blaues. Ne, das ist nur wieder so ein Notizbuch oder so, ein Zauberbuch. Cool, Fledermäuse. Ja, schon wieder dunkel. Oh, das ist ein Wort der Macht, würde ich sagen, oder? Ich höre es hier doch. Oh, hier sitzt doch noch einer. Wie viel Schaden machst du mir denn? Ja, ist nicht gerade wenig. Kleiner Moment, das Lamm von Mara brauchen wir. Sag das nochmal. Ich hab's nämlich nicht verstanden. So. Wert null. Super. Ah, das ist das Wort der Macht. Zeit und Zeit verlangsamen. Ja, das ist was mir gut gefällt. Sache ist die, da muss man immer schauen, wann man eigentlich alle drei zusammen hat, sich für das Bessere entscheiden. Wisst ihr, was wir machen? Das ist tatsächlich gleich mal schon lange her, dass ich ein Wort der Macht noch wieder mir angeguckt hatte, was ich da habe. Okay, hab's rausgefunden, ist ein Steuerungsproblem. Tatsächlich geht das nicht mittels Controller, sondern wirklich nur mit der Taste R. Hätte jetzt gedacht, weil das Spiel halt auch Konsolenport hat, wäre das ganz normal, aber offenbar nicht. So. Da stehen zwei Kollegen, die holen wir uns. Ich habe die jetzt natürlich gelernt nebenbei. Ach, wieder ein Knochenmeister. Da kommt. Obwohl, ach, ich hätte nicht wechseln dürfen, ne? Kann ich ihn noch anbehalten? Gucken. Nö. Oder wir schauen mal. Vielleicht zählt es trotzdem. Mal gucken. Nope. Okay. Dann Bombardement. Wo ist er? Ganz schön stabil. Ich allerdings auch. Ah, hat Bombardement widerstanden. Okay. Spüre die Macht meines Dolches. Hey, wo bist du? Immer diese Gene, die Blue Fire Salts. Cool. Noch nie gesehen, glaube ich. Alles klar. Oi. Das ist aber ein netter Kollege gewesen. Der hat schöne Sachen gegeben. Bücher. Spellbook fängt mit S an, ne? Sind wir uns einig. Was ich da ein Zeug mit mir rumschleppe? Coldfire Ambled Boom Colossus. Ich teste mir gleich mal aus, ob der gut ist. Bonfire. Manche klappen leider auch nicht von den gemotteten. Zum Beispiel der. Oder muss man das auf eine Leiche machen? Kann auch sein, dass das. Nö. Gut. Wissen wir schon mal, dass wir den nicht brauchen. Bisschen schade. Wo ist denn der andere gestorben? Oh,
Oh, no, 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 no. No, 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 here, Evil Twin. Ich ziehe mich zurück, ihr könnt allein kämpfen. Du Scheibenhonig. Ich will ganz ehrlich sein. Ich brauche eine Strategie. Eine lebende Rune wäre ganz gut. Ob wir es schaffen, einen Sidestone so zu platzieren, dass die Knochentypen wieder auftauchen. Sehr gut. Dann können, haben wir nämlich freie Schussbahn. Und dass wir permanent was machen müssen. Ach Mann! Oh, wie süß, so eine brutale kleine Knochenmumie. Ich hab ganz ehrlich Schiss vor denen. Der ist wirklich stark. Oh. Ein Schlag bis ins nächste Universum. Okay, unser Seitstum hat aufgehört. Jetzt machen wir kurz die Tür zu. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Der Kollege steht genau vor der Tür. Jetzt die Frage, kommt er hier durch? Wenn ja, haben wir ein Problem. Wenn nicht, trickst man aus. Okay, wir tricksen ihn aus. Ja, ist kein fairer Kampf. Spielt das manchmal Schleichern auch komisch. Oh, schaut mal, der heilt sich sogar. Huhu. Großer, böser Typ. Feuersalze, Detraherzgold. Boah. Ja klar, alle. Roll des Tundiners. Hm? Belebt einen Turm permanent wieder und lässt ihn für dich kämpfen. Nur auf Personen anwendbar. Okay. Die kleine Knochenmumie, die liegt da wahrscheinlich irgendwo drunter. So. Ich höre immer noch was. Ernsthaft? Habt ihr erwartet, dass man die ganze Gruppe dahin sieht? Da belebt irgendwas die wieder, oder? Trauger Champion, ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wisst ihr was? Jetzt sind wir aber selber fies. Sehr fies sogar. Warten, bis der Bogen sich ein bisschen aufgeladen hat. Dann können die gerne mal gegen ihr eigenes Zeug kämpfen. Sidestone, komm her, wo bist du? Spaß hier. Er ist nicht drin, er ist nicht drin, er ist nicht drin, er ist nicht drin, er ist nicht drin. Er ist drin, er ist drin, er ist drin. Tür, Tür, Wildtür. Okay. Das ist voll die Nekromanten. Nur die Frage, liegt hier irgendwo der Trauger oder Champion? Ich kann jetzt gerade nicht sehen. Ah, Moment. Machen wir trotzdem mal Kerzenlicht. K wie Kerze. Kerzenschein, ja gut. Das heißt rum. Das sehen alles aus nicht wie Traugerknochen.
bisschen schade. Den Loot hätte ich gern gehabt. Lass mich noch mal kurz gucken. Ich versuche mal was. Okay. Ja, ich hatte gesagt, durch den Schrei können sie eventuell wegbrüllen, falls die Leiche drunter liegt. Versuchen wir mit Bombardement hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Nee. Hier ist zwar die Mumie von vorhin, die können wir auch noch ausnehmen, aber der Trauger Champion ist irgendwo im Nirvana. Schade. Na gut. Können wir jetzt nicht ändern. Müssen wir mit leben. Wir haben uns jetzt ja deswegen nicht gleich umbringen wollen. Wir haben ja gut Loot auf See. Wir sind auch bald wieder voll. Wahrscheinlich sind wir sogar voll. Deswegen, wir machen das jetzt so. Ich loot hier noch ein bisschen und ja, gehe verkaufen und dann haben wir auch unsere Zeit für heute ungefähr wieder voll. Danach geht es in der nächsten Folge spannend weiter, indem wir tiefer in Labyrinthien eindringen. Und ich denke, es war jetzt spannend gewesen, vor allem dieser Kampf am Ende. Und ihr seht, mit Strategie kann man einiges erreichen. Und ich würde ansonsten sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's nicht gut, macht's besser. Und bis zum nächsten Mal. Mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss.